Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Sonntag, Sie sind genau richtig, Wissen statt Glauben, das ist nicht unser Thema heute, oder jedenfalls nicht im Konkreten, sondern eher im Abstrakten. Aber die GBS Rhein-Neckar lädt Sie herzlich ein, heute Abend, heute Nachmittag bei unserem Thema dabei zu sein. Ich mache auch gleich die organisatorischen Hinweise zuerst. Falls Studierende im Raum sind, nochmal der Hinweis, die GBS Rhein-Neckar hat auch eine Hochschulgruppe. Wer sich dem da noch nicht angeschlossen hat, wir freuen uns über weitere Aktive bei unserer GBS Hochschulgruppe. Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage auch verlinkt. Sie sehen hier einen QR-Code an der Wand. Keine Angst, das führt nicht zu irgendwelchen Überwachungsregimen, sondern es geht einfach ein ganz schneller QR-Code zu unserem Newsletter, damit Sie auch weiterhin über unsere Veranstaltungen und Aktionen informiert bleiben. Außerdem haben wir auch eine kleine Spendenbox aufgestellt, denn Sie haben ja jetzt schon bemerkt, der Eintritt war heute frei, aber er ist garantiert nicht umsonst. Und wenn Sie ein bisschen was beitragen wollen zu unseren Vereins- und Themen, Tätigkeiten und Aktionen, nutzen Sie die Spendenbox. Und dann noch der Hinweis, nach der Veranstaltung, das heißt nach dem Vortrag von Ina Ahadi, nach der Diskussion mit Ina Ahadi, können die Interessierten, die sich noch ein bisschen für uns und das Thema interessieren, noch mit zu Urban Kitchen. Da gibt es noch einen kleinen Ausklang, können Sie einfach ganz unverbindlich mit uns kommen. Und wir freuen uns auch auf Gäste. Vor allem freut es uns, dass heute am Sonntag so viele noch gekommen sind, dass nicht alle sich erholen mussten. Gestern von der Protestaktion, die auch in Heidelberg stattgefunden hat, auch im Beisein und auch in Vermittlung der Stadt Heidelberg. Denn wie wir merken, die Proteste im Iran gehen uns an. Und ich habe es auch schon im Gespräch mit einigen bemerkt, ich finde es wunderbar, dass diese Proteste, auch Mina Hadi hat das nochmal bestätigt, dass diese Proteste 4 Wochen jetzt schon anhalten. Dass seit dem 16. September einen Monat lang diese Proteste anhalten, weil die 22-jährige Studentin Mahsa Amini gestorben ist in einem Hospital in Teheran, nachdem sie von der Sittenpolizei inhaftiert wurde. Eigentlich auch nur ein Opfer mehr. Ich bin mir sicher, Mina Ahadi wird da noch viel dazu sagen können, aber eben ein Opfer, das auf einmal solche Wellen erneut schlug, das so eine Empörung erzeugt hat, dass eben 4 Wochen danach die Proteste nicht abebben, sondern heute, Sie haben es wahrscheinlich schon gehört in den Nachrichten, sogar noch irgendwas in diesem Teheraner Gefängnis für politische Gefangene passiert ist, was das Regime sagt, hat nichts mit den Protesten zu tun. Vielleicht doch, ich bin gespannt, was Mina Ahadi dazu zu sagen hat. Und wir wollen auf das Thema aus 2 Gründen aufmerksam machen. Der eine ist eher so ein bisschen allgemein gehalten, nämlich uns geht es darum zu zeigen, Frau in Freiheit, Frau wagt Freiheit, dass demokratische Bewegungen, emanzipatorische Bewegungen, gerade in Ländern, wo die Menschen, Mitmenschen, Frauen, Minderheiten, Andersgläubige, Ungläubige, Nichtgläubige unterdrückt werden, dass wir da auch aufmerksam brauchen, so sehr auch unsere Aufmerksamkeit durch Krisen, Krieg, unsere eigenen Probleme im Land entsprechend in Beschlag genommen wird, wollen wir ein Zeichen setzen, dass die allgemeine Bemerkung und die besondere Bemerkung ist, dass im Falle des Irans und der Proteste dort in, ich verwende auch den klassischen Begriff, in Persien, eben doch etwas mit Religion zu tun hat. Ich widerspreche da ganz absichtlich auch unserer Außenministerin Frau Baerbock, weil dort herrscht ein islamisches Regime, das sich selbst als religiös bezeichnet. Die religiösen Spezialisten oder Würdenträger, die diktatorisch in verschiedenen Gremien über das Land wachen, sagen, sie sind religiös. Und jetzt kommt es noch, es werden religiöse Vorschriften dazu verwendet, Menschen nicht einfach nur anzuleiten, bitte überlegt es euch, wenn ihr daran glaubt, das doch zu tun. Nein, wenn man es nicht tut, wird man entsprechend gegängelt, verhaftet etc. pp. Und das führt unter anderem dann zu schrecklichen Ereignissen, mit dem, dass uns jetzt alle zusammenbringt. Mina Ahadi hat die Zeit und hat auch gesagt, sie freut sich. Herzlich willkommen. Hier sind noch Plätze frei vorne oder da sind noch 2 da. Nehmen Sie Platz. Mina Ahadi hat sich die Zeit genommen, heute vorbeizuschauen. Ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat, denn sie ist nicht nur eine Betroffene, sondern sie ist auch eine, die diese Proteste gegen das islamische Regime im Iran schon seit Jahrzehnten begleitet
Sie hat 2007 den Zentralrat der Ex-Muslime mitbegründet, ist Menschenrechtsaktivistin, Autorin und in diesen Bereichen aktiv, unterhält die ganze Zeit auch natürlich Kontakte zu entsprechenden Netzwerken und hat sich eben auch auf die Fahnen geschrieben, darauf hinzuweisen, dass man es in dem Falle des Iran eben mit einem entsprechenden religiösen Regime hat und dass emanzipatorische und freiheitliche Bewegungen einen Rückhalt eben auch brauchen, der aber auch auf diese klare Problematik hinweist. Sie ist heute hier und wird uns jetzt auch Näheres berichten über die Geschichte, wie es überhaupt sich mit den Protesten verhält, weil es gab schon mehrere, das sind jetzt nicht die ersten Proteste, vielleicht die letzten zumindest, die Hoffnung hier zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Sie wird uns jetzt noch einige Gedanken anfragen, ein paar Einordnungen geben, dann auch zum Gespräch bereit sein. Und Sie können danach natürlich auch noch Fragen stellen. Und eins möchte ich nicht vergessen, der letzte Punkt. Wir sind heute hier auch zusammengekommen. Es ist auch ein anderes trauriges Jubiläum, nicht nur vor 4 Wochen ist die Protestlerin gestorben, sondern vor 2 Jahren, 2020, ist Samuel Paty, der Lehrer in Paris, von einem religiösen Fanatiker ermordet worden, eben auch im Glauben, man muss es leider so sagen, es gibt ja auch liberale und andere Formen von Religion, aber eben auch fanatische, eben auch im Glauben, man könnte damit höheren Mächten oder irgendetwas Gutem einen guten Dienst tun, indem man diesen Religionslehrer, diesen Lehrer in Paris entsprechend beseitigt. An Samuel Paty wollen wir heute auch gedenken und ich glaube, dass die Brücken, die heute zusammenkommen, vielleicht auch dazu führen, dass unsere Aufmerksamkeit und auch unser Engagement in dieser Sache, die eigentlich uns allen auch nahe geht, und aus Gründen nahegehen sollte, entsprechend in die nächsten Wochen getragen wird, mit einem Ausgang, der vielleicht auch tatsächlich einer ist. Ich freue mich erstmal, Mina Ahad hier zu begrüßen. Herzlich willkommen! Ich bedanke mich auch sehr viel. Und ich denke, das erste Mal hier in Heidelberg. Wie Sie gehört haben, also jetzt reden wir über eine sehr, sehr wichtige Sache. Das heißt im Iran, es gibt eine Frauenrevolution, Womenrevolution gegen Kopftuch. Und das ist sehr, sehr wichtig. Für mich ist wichtig und ich denke, weltweit sehr viele Menschen jetzt haben Sympathie und haben auch sehr viel Solidarität gezeigt, weil sehr junge Frauen mutig sind auf die Straße gegangen und haben aufgerufen, nieder mit der islamischen Regierung. Wir möchten gar keine islamische Regime. Und ich möchte heute ein bisschen kurz erklären, wie war im Iran. Also ich bin schon seit 43 Jahren gegen islamische Regime. Von Anfang an war ich gegen dieses Regime. Und ich möchte sehr kurz erklären, welche Erfahrungen habe ich gehabt und welche Problematik ist wichtig. Also das ist vielleicht sehr, sehr gut, wenn Weltöffentlichkeit auch noch einmal guckt, über welche Probleme reden wir und wie zum Beispiel europäische Regierungen oder Menschenrechtsorganisationen, Frauenrechtsorganisationen, Feministinnen, was haben gemacht schon seit diesen 43 Jahren. Das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Also ich komme selbst aus dem Iran und ich habe schon erlebt, wenn Islam als Kultur oder ich weiß nicht, als eine traditionelle Sache unterwegs ist. Ich war in einer muslimischen Familie und damals, also Schachzeit, es gab keine Kopftuchzwang, aber ich musste schon mit Chador auf die Straße gehen. Nicht Kopftuch, sondern ganz schwarz, also Chador. Und von Anfang an, das habe ich sehr komisch gefunden, ich war dagegen und ich habe gefragt, wieso darf ich das und das nicht tun und die Antwort war, Allah möchte so etwas. Das heißt, wir waren Moslem. Keiner hat mich gefragt, aber zufällig war ich in einer muslimischen Familie. Dann habe ich Koran auf Persisch gelesen, habe ich meiner Mama gesagt, ich war 14, 15 Jahre alt, ich bin nicht mehr Moslem. Habe ich aufgehört zu beten. Das war sehr problematisch, 3 Monate hat gedauert. Ich habe immer wieder eins gehabt, einmal auf Persisch habe ich gebetet. Das war sehr komisch, die Leute, die hier sind. Also alles ist arabisch, aber wenn man auf Persisch betet, das ist lächerlich. Und auch
habe ich einige Zeit, also gar nichts gesagt, nur habe ich schon also mich irgendwie so gestellt, Gott, ich denke, du bist gut und so weiter. Aber dann war ich Atheist und dann wollte ich nicht mehr Kopftuch tragen, aber das war nicht möglich. Dann war ich, also ich habe sehr gut gelernt, ich war in einer Universität und dort, wir haben schon genug Probleme gehabt mit Schah-Regime. Also alles war verboten, Marx war verboten, Maxim Gorki war verboten, ich weiß nicht, also alles. Also Denken war verboten. Dann es gab aber auch Armut, Arbeitslosigkeit und so weiter. Es gab damals eine Revolution. Ich habe sehr aktiv teilgenommen. Ich habe Rede gehalten. Und keine Mullah war bei uns auf die Straße. Ich komme aus Tebris. Und damals es gab kein Facebook oder Twitter. Wir haben nicht Möglichkeit gehabt, uns äußern. In laufender Zeit habe ich gehört von BBC, meine Revolution ist eine islamische Revolution. Ich möchte über politische Phänomene reden, wie Islamisten im Iran Macht gewonnen haben. Das wurde schon gesagt, unsere Revolution ist eine islamische Revolution. Natürlich, Islamisten waren auch unterwegs im Iran. Natürlich, es gab verschiedene Organisationen, Link, Rechts, ich weiß nicht, verschiedenes. Aber was wir gemacht haben damals, war eine Revolution für ein besseres Leben. Kurz mal, also gehe ich weiter. Wir haben gehört, also ich habe Khomeinis Name von BBC gehört. Wir waren 8 Mädchen, haben wir gesagt, wer ist Khomeini? Und BBC hat behauptet, Khomeini ist Führer unserer Revolution. Dann, also mit Hilfe, also Guadeloupe haben Sie bestimmt gehört, es gab eine Sitzung und auch von, aus Deutschland, ich weiß nicht, den Namen habe ich vergessen, war auch da, haben schon entschieden, dass Islamisten ist besser, wenn im Iran also Macht bekommen. Natürlich, so wie ich gesagt habe, im Iran auch Islamisten waren unterwegs, aber es gab auch linke Organisationen. Am Ende wir haben in unserer Haus eine islamische Regierung gehabt. Also dieses islamische Regime hat mit uns jungen Menschen zu tun gehabt damals. Wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten gar keine islamische Regierung. Es gab fast 3-4 Monate Auseinandersetzung auf die Straße. Ich erinnere mich sehr gut. Wir haben gekämpft, wir haben weitergemacht. Aber wenn Islamisten wollten schon diese Gesellschaft unter Druck setzen, dann die erste Aufruf war gegen Frauen. Entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Dieser Kopftuch und dieser Aufruf hat eine andere Bedeutung gehabt als Kopftuch, was meine Mama getragen hat damals. Dieser Kopftuch war eine Waffe gegen mich, gegen uns. Das hat Feminist in Europa niemand verstanden. Irgendwie, Entschuldigung, nicht alle, aber am meisten. Haben nicht verstanden. Entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Dann habe ich gesagt, zum Beispiel, ich habe gekämpft mit meiner Familie, ich habe mit Minirock auf die Straße gegangen und Marx gelesen, aber dann Islamisten waren da. Habe ich gesagt, Mina, möchtest du mit Kopftuch auf die Straße gehen? Habe ich gesagt, nein. Also eben eine Spiegel, habe ich gesagt, nein, mache ich nichts. Egal, was vorkommt. Aber Sie können jetzt sehen, hat sehr viel passiert, zum Beispiel in meinem Leben. Ich möchte nur erklären, wie war die ganze Geschichte bei uns, mindestens bei Frauen, die vorschriftlich waren. Okay, die haben schon gesagt, entweder Kopftuch oder schlagen wir euch. Dann habe ich zum Beispiel, ich war Medizinstudent in der Universität Tebris, fast Ende meines Studiums, haben wir einen Aufruf geschrieben, 8 Frauen waren wir, haben wir geschrieben, wir machen eine Demonstration gegenüber einer Schule. Also eine Mädchenschule, Parvin-Schule in Tebris, die Leute, die dort sind, sie wissen, wo ist Schahnose Junubi. Dann, nächster Tag, wenn ich dort war, 2000 Frauen waren da. Meine Professorinnen, alle dort waren. Ich habe das erste Mal Rede gehalten damals, vor 43 Jahren, habe ich gesagt, dieses Regime ist reaktionär, der Tejwai. Wir akzeptieren so etwas nicht. Dann, wir haben einen Marsch auf die Straße gehabt. Männer mit Bars fahren auf die Straße und haben geschimpft und also alles war total durcheinander. Wir haben weitergemacht, dann Männer mit Messer waren auf die Straße. Ich kann alles sehr gut erinnern. Und dann
In laufender Zeit nach einer Woche Männer mit Kalaschnikow waren auf der Straße. 100.000 Frauen waren, also 8. März 1979 auf der Straße. Wir haben gesagt damals, Frauenrechte sind weder östlich oder westlich, weil die islamische Regierung hat behauptet, Frauenrechte, wenn man über zum Beispiel Gegenkopftuch isst, das ist westliche Kultur. Haben wir gesagt, Frauenrechte sind weder westlich oder östlich, das ist universal. Alles Schwarzer und Simon Dovar waren schon in Teheran, als wir diese Demonstration organisiert haben. Nachher, Simone de Beauvoir hat in Paris ein Komitee für Frauenrechte so ungefähr gemacht, aber in laufender Zeit haben wir verloren. Wir könnten nicht weitermachen, weil es gab auch dort damals keine Solidarität, besonders von Männern oder von Linken und für verschiedene Organisationen. Welt hat auch irgendwie anderes getickt. Das war eine islamische Revolution, jetzt Khomeini hat Macht gewonnen. Okay, dann lassen wir diese 100.000 Frauen, die auf die Straße waren. Aber was haben die mit uns gemacht? Ich habe Namen und Fotos von Frauen, die mit mir Demo organisiert haben, waren im Gefängnis, weil die Mädchen waren zuerst vergewaltigt und dann hingerichtet. Ich rede über eine also Tragödien im Iran. Und in erster Linie waren Frauen. Sie können nachher auch also im Internet gucken. Einige von diesen Frauen hat islamische Regime gesagt, du stehst hier und du darfst nichts reden. Ein Monat zum Beispiel dürfte dieser Mensch gar kein Wort sagen. Und dann am Ende haben die gesagt, du musst sagen, Allah ist groß. Ich bin jetzt Muslim. Ich meine, auch Männer haben, also sehr viele Männer hat das islamische Regime festgenommen. Das ist das. Islamisten haben im Iran Macht gewonnen. Zuerst haben Frauen angegriffen mit Kopftuch und dann haben ganze Gesellschaft unter Druck gesetzt und haben schon sich irgendwie befestigt. Was ich gesehen habe, dieser politische Islam, auf einer Seite war frauenfeindlich, menschenfeindlich, auf anderer Seite Todesstrafe war sehr, sehr wichtige Sache bei diesen Islamisten. Zum Beispiel, ich durfte nicht weiter studieren. Ich habe schon angefangen in eine Pepsi-Cola-Fabrik als Arbeiter. Also ich musste schon irgendwie mein Leben weitermachen, gearbeitet. Und mein Mann war Physikstudent. Wir haben gegen dieses islamische Regime nur haben wir geschrieben. Wir haben zu Hause eine kleine Schreibmaschine gehabt und haben mir gesagt, das ist nicht okay, was im Iran jetzt los ist. Und dann, eines Tages, was ich nicht zu Hause war, eine Donnerstag, haben unsere Wohnung gesucht und alle wir haben auch Besuch gehabt zu Hause. 8 Personen haben festgenommen. Und nach einem Monat 6 Männer und 2 Frauen freigelassen, aber 6 Männer hingerichtet und mein Mann auch. Was ich dort gesehen habe, das war nicht so, dass mit uns haben gar nichts gesprochen. Ich habe in Zeitung gelesen, 50 Namen und ich habe auch gesehen, also mein Mann oder andere Personen. Das heißt, wir reden über einen politischen Islam, wir reden über so wie ISIS, Daesh, die im Iran Macht gewonnen hat, aber immer wieder Weltöffentlichkeit hat ganz, ganz cool geguckt. Zum Beispiel, wenn diese Hinrichtung 50 Namen hat, Radio Amerika, also Voice of America, hat schon alle Liste gelesen. Am Abend, als ich gemeint habe, ich habe gehört, mein Mann zum Beispiel ist auch drin, habe ich gehört, es gab schon Nachrichten, aber es gab keine Demonstration zum Beispiel weltweit. Alle haben also ganz normal weitergelebt. So. Ich möchte noch einmal über eine noch sehr, sehr wichtige Punkt im Iran reden. Wir reden über politischen Islam. Wenn diese Islamisten haben gesagt, entweder Kopftuch oder schlagen wir euch und haben auch angefangen, Menschen umbringen, in laufender Zeit habe ich gesehen, also nach Islam, also islamische Regime hat schon einige Gesetze geschrieben und die Steinigung war ein Gesetz im Iran. Ich als eine junge Studentin, als eine moderne Frau damals, aber jetzt nicht, damals
Und habe ich gesagt, wie wird eine Frau geschneidet? Habe ich meine Großmutter gefragt und sie sagte, ich weiß nicht. Ich habe aber gesehen, ganz normale Frauen, so wie ich, so wie sie, haben auf die Straße gebracht und Männer standen rundherum und haben so viele Steine geworfen, bis diese Frau tot ist. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ist das ein Albtraum? Ist das Ende dieser Welt? Was soll das? Wer hat diese Frau ermordet und wie machen sie? Also das war ein katastrophaler Zustand. Glauben Sie mir, nach diesem Tag, mein Leben hat sich total geändert. Mein Gesicht, irgendwie mein Blick. Was ist das eigentlich? Und damals habe ich gesagt, warte Mina, wenn die Weltöffentlichkeit von so etwas hört, die Uhren bleiben stehen, die Fabriken bleiben stehen. Und alle machen irgendetwas. Also, ich gehe weiter, 1980 habe ich Iran verlassen, weil eine Todesstrafe gegen mich war aktuell und die haben uns gesucht. Ich war ein Jahr in Teheran, immer, also sehr viel Problem habe ich gehabt, keiner wollte mich haben, so wie Hitlerzeit, können Sie vielleicht also irgendwie vergleichen. Keiner wollte das mit mir zu tun haben, meine Familie haben gesagt, geh weg, Mina, das ist gefährlich, mein Bruder und alle. Manchmal war ich auf die Straße einfach. Ich erinnere mich einmal nur kurz, sage ich, Entschuldigung, das ist nicht langweilig, ist für Sie, aber ich war bei einer Familie, eine sehr junge Familie, und habe gesagt, darf ich heute Abend hier schlafen? Und die haben gesagt, ja, aber der Mann ist zu mir gekommen und hat gesagt, Mina, wenn die Revolution möchte, pass daran, kommen heute Abend, du musst von diesem Fenster dich runterschmeißen. Das war die dritte Etage. Dann ich war so müde, habe ich gesagt, okay. Habe gesagt, mindestens kann ich heute Abend hier schlafen. Tatsächlich um 1 Uhr haben wir klingelt, passt daran. Und der Mann ist zu mir gekommen und hat gesagt, mach Mina. Ich habe gesagt, habe ich gesagt, nein. Also ein Schreckzustand, wir haben nicht gesprochen, weil Treppe hoch, also die passt daran, waren da. Ich habe gar nichts gemacht. Dann haben wir gesehen, die möchte nicht zu uns, sondern eine andere Familie oben. Und haben also andere Menschen festgenommen. Das war 5 Uhr Mitternacht. Die Familie haben gesagt, geh weg, Mina. Dann Pastoren waren dort, also auf die Straße. Dann habe ich gesagt, die haben mich auch gesucht. Ich habe eine Todesstrafe gehabt. Habe ich gesagt, okay, mit Chador. Also ganz, habe ich versucht, mich verstecken und dann war ich raus. Also ich konnte hier, weil immer habe ich irgendwie Glück gehabt. 1980 war ich in Kurdistan, 10 Jahre war ich Partisan in Kurdistan und kenne ich auch Kurdistan sehr gut. Nasser ist aus Kurdistan. 1990 nach Wien gekommen. Ich möchte jetzt erklären, wie Weltöffentlichkeit hat getickt. Das möchte ich auch. 1990 war ich in Wien, 1993 in einer Menschenrechtskonferenz in Wien, Kongere. Dann dort habe ich gesagt, okay, Frau Ahadi, du kannst jetzt gehen dort, obwohl damals habe ich sehr schlecht Deutsch gesprochen, heute auch kann ich nicht so gut, aber trotzdem. Habe ich dort gesagt, ich gehe dort und ich rede über die Steinigung. Das war mein Punkt. Dann habe ich gesehen, vom islamischen Regime 3 Frauen mit Chador, Talebani, die Leute, die aus dem Iran sind, sie wissen, die Tochter von Talebani, eine Mullah, also die Frau war dort und hat über Islam und Frauenrechte Rede gehalten und alle waren dort, haben das organisiert, dass eine Frau sagt, Islam ist gut für Frauenrechte. Ich war dort, ich bin aufgestanden, habe ihnen gesagt, sie ist schon bei islamischem Regime, schauen Sie mich an. Im Iran passiert so etwas, habe ich alles gesagt. Ein Journalist hat mit mir gesprochen, aber das war nicht genug. Also keiner hat genau verstanden, was ich sage. 1995 war ich in Peking-Konferenz. Also das ist, 35.000 Frauen waren dort. Ich wollte dort eine Resolution gegen Steinigung verabschieden lassen. Weil Frauen, alle sollen schon gegen Steinigung sein. Das habe ich nicht geschafft. Ich war schwanger auf dem Punkt heute. Kind und ich bin von einer Sitzung nach anderen gegangen und ich habe immer wieder gehört, Frau Ahad, Sie kommen aus dem Iran, Menschen haben dort andere Kultur, andere Mentalität und auch
Feministinnen haben gesagt, weißt du, Mina, eine ist mit Chador hier, dass es verschiedene Farben gibt und so weiter. Was ich sagen möchte, ist das. Weltöffentlichkeit hat nicht genau verstanden, über was reden wir. Und dann habe ich versucht, mit Politikern reden. Ich war oft im Parlament, Deutschland, Finnland, ich weiß nicht, Norwegen. Glauben Sie, es gibt sehr viele Fotos von meinen Sitzungen mit verschiedenen Politikern. Link, Mitte und Welt. Aber haben wir nicht geschafft. Wissen Sie, was ich gemacht habe? 2001 habe ich eine internationale politische Einigung gegründet und ich habe mit Menschen gesprochen, auf die Straße. Das habe ich gesehen, also Menschen haben schon Interesse. Und 2010 haben wir eine große Kampagne für Sakina Mohammadi Ashtiani gemacht. Zwei deutsche Journalisten auch waren im Iran im Gefängnis, bestimmt haben sie gehört. 2007 hat ein Mann, ein junger Mann, mich angerufen und hat gesagt, hallo, habe ich gesagt, hallo, hat gesagt, Menschenrechte, habe ich gesagt, ja, ungefähr bin ich Menschenrechte, was möchtest du? Hat gesagt, meine Mama wird gesteinigt, Nina. Habe ich gesagt, wie heißt deine Mama? Sakine Mohammadi Ashtiani, schweren Namen habe ich geschrieben. Wo ist deine Mama? Im Gefängnis Tebris, habe ich gesagt, warte, Kind. Ich muss zweimal atmen, weil mein Mann wurde in diese Gefängnis hingerissen. Aber trotz alles haben wir eine große Kampagne gemacht. Und 2010, so wie jetzt, es gibt sehr viele Interesse, Hollywood und sehr viele Menschen jetzt haben schon Paare geschnitten. Und das finde ich sehr, sehr gut. Damals war auch sehr gute Aktion weltweit. Alle haben schon gesagt, keine Steinigung mehr in Iran. 2010, das islamische Regime hat gesagt, akzeptiere ich das. Und schon seit 2010 hat kein Mensch gesteinigt. Das ist sehr wichtig. Das ist ein Erfolg, wenn Weltöffentlichkeit steht auf und etwas macht. Und dann, also 2004, habe ich eine Komitee gegen Todesstrafe gegründet. Das ist auch andere Geschichte. Vielleicht, ich möchte jetzt nicht mehr reden, nur möchte ich erklären. Wenn meine Wände zu Hause reden könnten, dann können schon erklären, mit welchen Menschen habe ich gesprochen im Gefängnis? Wie hat zum Beispiel Shahla Javed, eine sehr bekannte Name, 4 Stunden bevor die Hinrichtung hat mich eingerufen, hat gesagt, Mina, du hast alles gemacht und das war eine sehr große Kampagne, aber jetzt, heute ist es soweit. Und ich habe geweint und sie hat gesagt, nein, nein, nicht weinen, du hast schon genug gearbeitet. Und nach 4 Stunden haben Shahla Javed, eine sehr junge Frau, hingerichtet. Oder also ich sage immer wieder, in meine Ohren, Sie können schon die Stimme von Kindern hören, die 16 Jahre alt waren und 2 Jahre lang im Gefängnis. Und dann haben mich angerufen, Frau Termina, ich werde 18 und morgen nach 18 Jahren haben diese Menschen hingerichtet. Wir reden über Elend, wir reden über ISIS, wir reden über eine sehr problematische Regierung, die sich vorstellt als normale Regierung und Angela Merkel sitzt damals mit Khatami, als Khatami Präsident war, haben 2001 Maryam Ayoubi gesteinigt. Maryam war Ingenieur und 2 Kinder gehabt, mit mir hat telefonisch gesprochen. Als Maryam gehört hat, sie wird schon gesteinigt, sie war bewusstlos. Und mit Krankenwagen haben Maryam gebracht und gesteinigt. Und Khatami war hier als hat gesagt, 2 Kulturen können zusammen sein und hin und her und Merkel mit sehr, sehr, also hat so Kleid angezogen bis hier, nicht ohne und hat mit Vater zum Beispiel gesprochen, als ob er ist ganz normal eine Regierung. Okay, dann gehe ich weiter, möchte ich schon erklären. Noch ein Punkt, 2007 haben wir Zentrale der Ex-Muslime gegründet, das ist auch das hat auch zu tun mit dieser Geschichte. Als ich im Ausland war, damals haben wir alle gehört, wir sind Ausländer. Aber im Laufe der Zeit, ich habe ein Etikett bekommen und alle 4 Millionen Moslems leben in Deutschland. Dann habe ich gesagt, okay, was soll das? 2006 habe ich gehört, ich war unterwegs in einem Flugzeug, wollte ich nach Stockholm, dann habe ich Spiegel gelesen, dort steht, es gibt eine Islamkonferenz. Deutsche Regierung hat eine Islamkonferenz organisiert. Und diejenigen, die meinen Mann hingerichtet haben oder uns so viele Elend verursacht haben, haben hier ein islamisches Zentrum in Hamburg und waren auch dabei.
Ich meine, politischer Islam, nicht nur islamische Regime in Iran, sondern andere Organisationen waren auch im Protest. Und deutsche Regierung, europäische Regierung haben mit diesen Islamisten irgendwie zusammengearbeitet und haben die gesagt, die können uns integrieren in Gesellschaft. Habe ich gesagt, wie kann ein Holländer mich integrieren, zum Beispiel, oder meine Kinder, die fühlen sich so wie Deutsche. Und sie möchten überhaupt nicht mit diesen Islamisten zu tun haben. Ich mache eine nackte Aktion. Ein Punkt im Iran ist sehr wichtig. Damals haben alle gesagt, das islamische Regime kann man reformisieren. Deutschland hat 2000 eine Berlin-Konferenz organisiert, also SPD und Grüne, und haben die gesagt, also mit sehr viel Hoffnung, man kann das islamische Regime etwas verbessern. Damals war ich dagegen und sehr viele Leute. Jetzt rede ich über Iran. Im Iran, Frauen haben immer wieder gegen diese Gewalt, gegen Gesetze gekämpft, weil zum Beispiel, man darf sich nicht scheiden lassen. Ich habe eine Schwester in mir, sie ist Ärztin, und schon seit 15 Jahren möchte sich scheiden lassen, aber ist nicht möglich. Gesetzlich, der Mann entscheidet zum Beispiel. Über alle diese Themen, Frauen haben gekämpft, zum Beispiel dürften nicht in eine Fußballstadion gehen und Fußball gucken, das war auch ein Teil von unserem Kampf. Und also es gibt eine Geschlechtsapartheid im Iran und Frauen haben immer wieder gegen etwas gemacht. Zum Beispiel, man darf nicht ohne Heirat einen Freund haben, aber meine Mama sagt jetzt auch, 90% haben das, aber zu Hause irgendwie. Das heißt, wir reden über eine Generation, die mit Weltöffentlichkeit sehr viel, sehr eng Kontakt hat. Jeder hat ein Handy zu Hause und wenn sie, also die Frau jetzt, islamische Regime, nach Mahsa hat auch sehr viele junge Menschen umgebracht. Mehr als 100 haben schon ermordet, Männer und Frauen. Und wenn sie die Fotos von diesen Frauen oder Mädchen gucken, die schauen so wie Frauen, die hier leben oder in Paris. Zu Hause, alle haben ganz andere Kultur, andere Mentalität. Aber da alles ist verboten, dann diese junge Generation auch war irgendwie revolutionär gegen islamische Regime. Und auch ein anderer Punkt, also Frau Annalena Baerbock hat gesagt, das hat nicht mit Islam zu tun. Ich möchte auch, ich war auch damals, habe ich, als ich gehört habe, habe ich gesagt, okay, das ist aber interessant. Islamische Regime, Iran, wieso hat, wie kann man erklären, hat nicht mit Islam zu tun. Aber sehr viele Organisationen oder Menschen jetzt haben Angst, weil ich habe mit mehreren im Iran gesprochen, die Leute erklären, wenn Gott etwas so wie Khamenei ist, ich möchte diesen Gott auch nicht mehr. Es gibt eine Renaissance in Iran. Also ich habe immer wieder versucht, das zu erklären. Kopftuch ist sehr wichtig. Frauen sind unterdrückt, wenn Islamisten Macht gewinnen. Richard Dawkins einmal hat gesagt, ich habe einmal in London einen Preis gewonnen, erst einmal in meinem Leben, als Säkularist des Jahres. Und Richard Dawkins hat dort Rede gehalten und hat gesagt, ich habe immer wieder gedacht, Islamisten haben Frauen sehr viel unter Druck gesetzt. Aber Frauen in islamischen Welt werden schon aufstehen und irgendetwas machen. Und damals, Dawkins hat Samina, ist eine Leader von dieser Bewegung. Dankeschön. Aber ich möchte schon erklären, Frauen verlieren fast alles. Nicht nur im Iran, in Afghanistan, im Sudan, in Saudi-Arabien. Weil diese Bewegung ist per se frauenfeindlich. Mein Körper ist schmutzig. Und ich bin eine Ware. Gott ist ein Gott, ein Mann, hat mit Männern gesprochen über alles. Männer können das trinken und genießen und können auch mich unter Druck setzen und genießen, was sie möchten. Und dann mit Kopftuch, also irgendwie versteckt muss ich bleiben. Und wenn ich zum Beispiel sage, nein, ich bin ein Mensch, ich möchte lachen, ich möchte auf die Straße gehen, ich möchte arbeiten, ich möchte Sex haben mit jemandem, ich möchte, nicht Gott oder Allah oder andere haben schon das entschieden, dann
kriegt man enorme Probleme. Haben wir enorme Probleme bekommen in Iran oder in Afghanistan und anderen. Genau deswegen, das ist eine Revolution. Ich nenne das eine Frauenrevolution für Freiheit, für Menschsein. Und das ist eine Revolution gegen politische Islam. Und das ist sehr wichtig. Genau deswegen, das geht uns alle an, auch in europäischen Ländern. Sie haben bestimmt, haben Sie gehört, oder alle haben Angst vor Terror. Zum Beispiel meine Tochter ist 20 Jahre, wollte schon vor 3 Jahren in eine Disco gehen, habe ich immer Angst gehabt. Also Islamisten haben auch sehr viel wehgetan in europäischen Ländern. Nicht nur das, sondern auch, wenn Frauen so enorm unter Druck sind, im Iran oder Afghanistan, hier auch hat Effekt irgendwie. Man hört immer wieder, ja, du hast gut, wenn auch hier sehr viele Männer in Macht sind. Ja, schaust du, Afghanistan, Frauen haben gar nichts, zum Beispiel. Ich meine, im Iran, es gibt jetzt eine wichtige Revolution und nicht nur Frauen, sondern Männer und alle sind auf die Straße, weil Elend, Arbeitslosigkeit, ich weiß nicht, Corona hat jetzt gesagt, wie Faschist diese Islamisten sind, haben die gesagt, wir sind gegen zum Beispiel alles, was Medizin betrifft und sehr viele Menschen haben, also im Iran sehr viele Bekannte von uns, haben ihr Leben verloren wegen dieser Politik von Khamenei und Islamisten. Okay, dann jetzt meine ich, die Menschen möchten islamische Regime abschaffen. Und wir waren vor 2 Tagen, haben Demo gehabt gegenüber Außenministerium. Mein Punkt ist, Annalena Baerbock, wenn über feministische Politik redet, erster Punkt ist das. Deutsche Bundesregierung sollte erklären, das ist keine normale Regierung, sondern eine faschistische, menschenfeindliche. Gesagt wird, dann verlange ich keine wirtschaftliche Beziehung und keine diplomatische Beziehung mit islamischem Regime. Wirklich, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich möchte schon hier auch betonen, ich war in Berlin und habe dort auch Rede gehalten, habe gesagt, wegen Claudia Roth hier, sie war mit Kopftuch im Iran und das hat uns sehr weh getan. Sie muss schon entschuldigen sich. Man kann nicht laufen und erklären, ja, Frauen im Iran sind auf der Straße, ja, ja, sie sollen schon eine Möglichkeit haben, sich äußern. Grün, also sagt jetzt. Aber Annalena Baerbock auch, muss mich antworten. 2 Mal haben Grünen mich eingeladen und ich war drinnen bei Parteitag oder so. Und dann habe ich schon, eine Frau hat gesagt, wir entscheiden jetzt, ob Mina Hadid da 5 Minuten Rede hatten. Und da alle haben 90% haben gegen mich entschieden. Oh, wow. Wirklich. Und dann, das war so, zum Beispiel Mina Hadid ist rassistisch. Also Rassist bin ich nicht, schauen Sie mich an. Ich habe, wenn zum Beispiel, ich bin schon seit 43 Jahren arbeite gegen Hinrichtung und gegen Steinigung. Alle diese Menschen waren Moslem. Das geht nicht um die Sache an, sondern ich bin gegen politische Islam, wenn auch ihr unterwegs ist und sagt, meine Tochter zum Beispiel schaut irgendwie so wie ich aus und dann sagt, Schwester, bist du auch Muslim, wieso hast du kein Kopftuch? In Köln. Ich bin gegen diese Phänomen. Und genau deswegen, ich denke, die deutsche Regierung macht eine sehr falsche Politik, wenn sie sagt, wir sind alle Muslim. Also unsere Hauptidentität sollte nicht Religionangehörigkeit sein. Wir sind alle Menschen. Eine Frau, ein Mann. Sehr kurz eine Erinnerung. Also ich habe ein Interview mit WDR gehabt, gegen Steinigung damals, vor 20 Jahren. Haben mit mir gesprochen, dann sehe ich, dort steht Mina Hadid, die muslimische Frau. Das war wirklich eine Schande. Ich habe gesagt, oh mein Gott. Und habe ich angerufen, habe gesagt, wenn Alice Schwarzer ein Interview hat, ich habe nicht gesehen, katholische Frau. Was ist Alice Schwarzer? Oder auch noch eine Erinnerung, dann mache ich Schluss. Einmal, also als diese Karikaturgeschichte war und in Dänemark, habe ich zu Hause gesehen, Zentralrat der Muslime, ein Mann von Vorsitzenden des Zentralrat der Muslime war dort und hat gesagt, Milliarden Muslime sind beleidigt wegen dieser Karikatur. Ich habe gehört,
Sofort habe ich meine Mama angerufen im Iran. Ich habe gesagt, Mama, bist du beleidigt? Und meine Mama hat gesagt, nein, im Iran ist sehr viel los. Sie war im Iran sehr viel. Und dann habe ich angerufen, habe ich gesagt, ich möchte mit Redakteuren reden von diesem Programm. Habe ich gesagt, machen Sie minus drei. Meine Mama im Iran, ich und mein Mann müssen nicht verlassen. Möchte ich schon zusammenfassen, was in Iran los ist, das geht uns an. Politik von Parteien hier oder weltweit hat auch Islamisten sehr viel geholfen. Also ich bin gegen Todesstrafe. Todesstrafe hat schon sehr viel Islamisten geholfen, aber auch diese Zusammenarbeit, diese Höflichkeit, diese mit Kopftuch gehe ich dort und lache ich mit Mörder, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Ich rede jetzt in Deutschland und ich möchte genau über diese Problematik auch reden. Jetzt, Gott sei Dank, ich bin Atheist, aber Gott sei Dank, im Iran ist eine Bewegung und sehr viele Leute haben gesagt, dass es sehr gut, weil weiblich ist, weil modern ist. Sehr viele Menschen identifizieren sich mit dieser Bewegung und möchten helfen. Ich möchte mit euch reden und auch habe ich sehr viele Demonstrationen teilgenommen. Bitte helfen Sie uns. Bitte mischen Sie sich ein. Wenn wir das islamische Regime im Iran abschaffen, dann haben wir alle Ruhe auch hier. Und also die Epoche, was Islamisten jetzt immer unterwegs waren, das fängt an, irgendwie anders laufen, auf meine Sicht. Das ist Kopf von politischem islamischen Regime im Iran. Und versucht immer im Ausland auch sehr viel Einfluss, Milliarden Geld hat in Libanon, Hezbollah, Libanon. Ich kenne mich sehr gut aus dort. Auch im Irak zum Beispiel oder in Jemen und auch in Europa. Islamisches Zentrum, wir haben mehrmals dort Demonstrationen organisiert. Das heißt, wir reden über eine humane Sache, eine fortschrittliche, sehr moderne Sache. Und was ich verlange von euch, deutsche Regierung oder Bundesregierung, unter Druck setzen, dass die Botschaft von islamischem Regime und IZK schließt und sagt, wir sind auf die also Richtung von Menschen und wir versuchen Menschen im Iran helfen. Wir sind jetzt also sehr, sehr viel beschäftigt. Wir haben noch nicht geschafft. Ich habe Angst, irgendwie 2009 war der Demonstration, 2019. Ich bin ein bisschen skeptisch, was wollte dieses islamische Regime machen. Gestern zum Beispiel in Erbil hat schon sehr viele Menschen umgebracht. Langsam hören wir schon, vier Menschen sind ermordet, 61 sind im Krankenhaus. Aber diese Regierung hat sehr viel Kapazität, sehr viel Fantasie, zum Beispiel Menschen umbringen. Genau deswegen, wir brauchen eure Hilfe. Danke, dass Sie heute hier waren. Und ich hoffe, wir schaffen das islamische Regime abschaffen. Wenn jetzt Ihre Frage nicht gleich zum Zug kommt, es gibt auch hier noch die Möglichkeit, es sind nur vier Exemplare da, aber sehr viele Details von den jetzt nur überblicksartig geschilderten finden Sie in der Autobiografie von Mina Ahadi. Ich habe abgeschworen, wie gesagt, hier sind nur vier Exemplare, aber man kann sie auch noch bestellbar, ist noch erhältlich im gepflegten Buchhandel. Ich sage immer, gehen Sie zu einer kleinen Buchhandlung Ihrer Wahl in der Nähe, da können Sie dann entsprechend auch noch mehr erfahren. Aber Sie sollen jetzt auch die Gelegenheit haben, von Mina Ahadi persönlich mehr zu erfahren. Und wenn ich mir erlaube, eine kleine Eisbrecherfrage, das gehen wir sofort in die Diskussion mit Ihnen über, ein bisschen Stachel ins Fleisch. Ich stimme dir ja in vielen Dingen zu, aber kannst du verstehen, und jetzt nicht mit Blick auf den Kalten Krieg, Antikommunismus und so, aber Wirtschaft, Ökonomie, diese Interessen haben oft Vorrang, und wenn es aus pragmatischen Gründen ist, wegen Energieversorgung und so weiter, man verhandelt ja auch mit Saudi-Arabien und so weiter, wenn es um Öl und Rohstoffe geht, ist eigentlich die Weltanschauung und der ideologische Überbau egal. Wo siehst du da Anhaltspunkte für Protest, für Kritik, damit diese wirtschaftlichen Argumente nicht alles immer erdrücken? Also ich denke, eine sehr wichtige Punkt von Bundesregierung immer war diese wirtschaftliche Beziehung. Iran hat sehr viel mit Deutschland zu tun. In erster Stelle steht Deutschland wirklich, also wirtschaftliche Beziehung. Und ich habe immer wieder gesehen, zum Beispiel, wenn die deutsche Regierung behauptet hat, man kann islamische Regime reformieren, als Khatami macht, also der Präsident war im Iran, hier
haben Khatami eingeladen damals und dann nach dieser Reise eine große Delegation, also ich habe ein Foto gesehen von Frauen und Männern, die nach Teheran gegangen waren und haben sehr viel über wirtschaftliche Beziehungen gesprochen, natürlich Frauen mit Kopftuch und alle Männer. Das war für mich irgendwie wirklich, ich habe gedacht, oh mein Gott, was soll das? Das heißt, jetzt auch wirtschaftliche Beziehungen von Deutschland ist sehr, sehr wichtig. Pragmatisch kann man auch sehen, aber ich sage noch einmal, dass man darf nicht so etwas weitermachen. Genau deswegen, sie sind wichtig. In Deutschland, wenn die Menschen auf die Straße kommen, wir sind jetzt, also Iranerinnen oder Iraner, wir sind jeden Tag auf die Straße, aber sehr wenig mit deutschen Mitbürgern. Und sie müssen schon zum Beispiel kommen und erklären, und deswegen darf nicht wegen wirtschaftlicher oder was und etwas und was islamische Menschen verteidigen. Das ist wirklich sehr falsch. So. Dankeschön. Ihre Fragen? Da hinten und da? Ja. Ich heiße Chris Hohmann, ich komme aus Südamerika, ich wohne schon lange hier in Deutschland. Sie wissen auch, die Bewegung von Frauen ist nicht nur im Iran, sondern wir haben auch Bewegungen in Südamerika, so wie die Frauen leben, zur Abtreibung zum Beispiel, die haben das Recht auch, oder auch in den USA, die MeToo-Bewegung angefangen hat. Es ist nicht nur dieses islamische, sondern das ist dieses patriarchalische Gedanke, dieses Machtgedanke von Männern. Ne? Wie stehen Sie eigentlich dazu auch, von diesen Gedanken? Ne? Weil es geht nicht nur um Frauen von Iran, sondern es betrifft uns, was in Iran jetzt die Frauen passiert, auf alle Frauen auf der ganzen Welt. Und das System, dieses patriarchalische System, es geht nicht nur in Ländern wie unsere Länder, ich sag mal Länder von Süden zum Beispiel, sondern auch hier in Deutschland zum Beispiel, ne? In bestimmten Institutionen, wo Frauen zum Beispiel auch die Rente in der Rente bekommen zum Beispiel. Ne? Das sehr passive, patriarchalische Gedanke heißt das auch, ne? Die Männerdomänen haben. Und das geführt hat zum Kriegen auch. Ne? Das sieht man von Putin zum Beispiel, ne? In den USA das System. Ne? Das sind alles von Männern, die Diktatur aus alles von Männern. Ne? Wo stehen wir die Frauen? Es ist die Zeit, dass wir kämpfen, dass Frauen auf die Straße gehen und sagen, hey, es ist ein Stopp. Was wir eigentlich brauchen, ist unsere Rechte selber zu uns zu engagieren und unsere Rechte zu haben. Das ist eigentlich sehr wichtig. Was sagen Sie eigentlich dazu? Ja, okay. Also ich meine, wir leben in einer Welt, in der alle Frauen haben Probleme. Das ist richtig. Und man kann schon über Probleme in Deutschland, in zum Beispiel Lateinamerika oder USA reden, ja, MeToo und alles ist schon richtig. Ich rede heute über ein Land und einige Probleme, mein Hauptthema jetzt ist das, aber das ist auch etwas anderes. So wie ich gesagt habe, zum Beispiel 1979, bevor 1979, es gab ein bisschen andere Mentalität oder Kultur, zum Beispiel im Iran. Du musst das sehen, seit 1979 zum Beispiel, gesetzlich steht, Frauen dürfen das und das und das und das nicht tun und alles wird islamisch definiert. Natürlich, wir haben mit Männern, aber mit Mullahs oder ich weiß nicht, religiöse Menschen zu tun, aber wir haben auch mit einem System zu tun, die sehr, sehr, also wir haben einen Backlash. Eine sehr große Backlash haben wir schon gesehen, zum Beispiel in Afghanistan. Man kann nicht Frauen in Afghanistan vergleichen mit Frauen in Schweden. Natürlich in Schweden gibt es auch Probleme. Und ich bin davor, ich gehe auch auf die Straße vor noch mehr Rechte von Frauen in Schweden. Aber das muss man genau sehen. Da ich aus dem Iran komme, nicht nur deswegen, sondern ich denke, alle Menschen sollen schon sehen, es gibt eine barbarische, unmenschliche, frauenfeindliche Bewegung, die in diese Länder, zum Beispiel in Afghanistan, was haben Frauen dort? Man muss in einem Käfig herumlaufen. Vorher war nicht so. Genau das muss gesehen werden. Also da ich in einer Veranstaltung mit Atheisten oder Humanisten oder GBS hat das organisiert, ich möchte das auch erklären. Wenn ich über Islam rede, immer wieder, das wird schon gesagt, alle Religionen, natürlich alle Religionen sind frauenfeindlich, man kann schon Texte finden in alle Religionen. Sogar der Buddhismus. Ja, sogar, ja. Alle Religionen. Aber noch einmal,
zum Beispiel Religion in Deutschland hat schon sehr viel Einfluss gehabt, vielleicht vor, ich weiß nicht, 200 Jahre, aber jetzt haben Menschen gekämpft, es gab Renaissance und Kirche, jetzt kann nicht so viel sich einmischen. Wenn sich einmischt, so wie, also Elend, was man sieht schon, zum Beispiel Kinder werden schon vergewaltigt und keiner redet darüber. Das ist ein System. Wenn Kirche Macht gehabt hätte in Deutschland, dann haben wir mit ganzer diese Probleme zu tun gehabt. Aber Gott sei Dank haben wir gekämpft oder Menschen haben gekämpft und okay. Aber jetzt im Iran rede ich über ein System, hat schon Macht. Du musst das irgendwie, oder Menschen sollen das sehen. Also Islam ist Religion, so wie alle anderen Religionen, aber politischer Islam jetzt im Aufmarsch hat schon seit 50 Jahren sehr viel Einfluss gewonnen, auch in Somalia und auch in Deutschland. Vorgestern war Mäusenruf in Deutschland und ich habe mit 5 Frauen dort eine Demo organisiert, Maya Namazi und alle waren nackt, ich nicht. Fotos können Sie schon sehen und die Medien haben darüber berichtet, das war komisch. Einige Menschen waren dort, auch sie glauben, man darf so etwas nicht und haben mit, also sehr viele Medien haben mit Menschen gesprochen auf die Straße und die haben gesagt, ja, das stört nicht, jetzt ist nicht so laut. Habe ich gesagt, okay, erste Mal ist nicht so laut, dann wird laut und lauter und überall in Deutschland. Das ist politischer Islam. Und Frau Recker, Entschuldigung, ich rede sehr viel. Frau, also die Sprecher von dieser Dietrich Moshe, also wir waren dort und er hat Rede gehalten und er hat gesagt, Frau Recker hat diesen Vorschlag gemacht. Überbürgermeisterin von Köln hat Vorschlag gemacht, machen Sie Moezzenruf, jetzt ist Toleranz sehr gut in Deutschland. Oh mein Gott, wir haben einen offenen Brief geschrieben, ich habe gesagt, Frau Recker, wenn ich Moezzenruf höre, dann erinnert es mich an Hinrichtungen in mir. Können Sie das verstehen? Ich muss wirklich, wenn in Köln Moezzenruf höre, ich muss gehen. Und sehr viele von uns, einige, die im Gefängnis waren. Allahu Akbar, hier auch in Deutschland, wenn einer kommt, der sagt Allahu Akbar, alle haben Angst. Wir stehen auf und wir gucken, was passiert ist. Und jetzt, wenn sie zu Hause sind, haben ein Kind oder ein kranker Mensch, dann Allahu Akbar wird gerufen in Deutschland. Und Frau Recker sagt, das ist Toleranz. Dankeschön. Ich wollte mal von Ihnen wissen, was Sie denken, das war. Auch gerade in den linken oder populistischen Kreisen, wenn es da um das Thema Islamismus geht, dass da nie oder ganz selten so eindeutige Stellung dagegen bezogen wird. Also das ist mir manchmal unbegreiflich, wie erklären Sie sich das? Ja, ich denke, wir haben zum Beispiel mit verschiedenen Organisationen, feministische und auch ich habe sehr viel Erfahrung mit Medien auch gehabt. Es gibt einen multikulturalistischen, postmodernistischen Gedanken unterwegs ist. Immer wieder, das wird gesagt, was in Deutschland zum Beispiel Frauenrechte ist, das ist unsere Kultur oder europäische Kultur, wir dürfen uns mit einmischen. Die haben andere Kultur und Universalität von Menschenrechte ist unter Fragezeichen mit diesen Gedanken. Und auf anderer Seite haben immer wieder Angst, wenn ich Islam kritisiere, ich mache einige Minderheiten, also irgendwie klein oder beleidige ich. Das ist auch eine These, man hört immer wieder. Und auf anderer Seite, also die Organisationen haben Angst, wenn ich Islam kritisiere, dann AfD ist auch so und das ist ein Problem zum Beispiel. Und ich sage immer wieder, ich verstehe nicht, natürlich in Deutschland, es gab Hitler und alle haben Angst von dieser rechten Bewegung. Ich habe auch Angst, weil die sind gegen Ausländer. Aber auch Islamismus ist eine rechte Bewegung. Ich verstehe überhaupt nicht, wie kann man gucken, Frauen werden gesteinigt auf der Straße, unter Druck gesetzt, Ehrenmord und alles. Und man sagt immer wieder gar nichts. Also das verstehe ich nicht. Diese Herz schlägt nicht von dieser Seite, sondern ich bin auch gegen Rechte, ich bin auch gegen AfD. AfD hat mich auf die Straße geschlagen, erste Mal in meinem Leben. Also nicht als Mina Ahadi, sondern eine Ausländerin. Also einige auf AfD hat Demonstration gemacht
in Köln und ich wollte ein Kleid kaufen, weil meine Tochter hat zum Beispiel in einer Woche wollte schon heiraten. Ich war so gut unterwegs, dann habe ich gesehen, 3-4 Männer hatten rundherum gestanden und haben in meine Ohren sehr laut gesagt, Ausländer raus. Ich habe so Schreck bekommen und habe ich gedacht, oh mein Gott, ja, wenn AfD Macht bekommt, wir müssen auch gehen. Ja. Aber ich meine, ich kritisiere am stärksten die Frauenrechtsorganisationen oder Grünen, Linkspartei. Ja. Schauen Sie, Linkspartei hat immer in der Partei gesagt, Vorsitzende von Zentralrat der Muslime. Ich bin Vorsitzende Zentralrat der Ex-Muslime. Ich bin eine Frau, er ist ein Mann, er ist Reaktionär. Frauen kann ich sehr gut, aber sie laden mich nicht ein. Verstehen Sie? Zweimal haben in Hamburg oder irgendwo und dann haben ausgeladen auf Linkspartei. Und jetzt, wenn Linkspartei ein Statement gibt, Frauen im Iran, bla bla, ich sage zuerst, entschuldigen Sie sich. Ich sage immer wieder. Zuerst, man muss erklären, was war das? Zum Beispiel, wie heißt Sarah Wagenknecht. Sarah ist ein Teil von Sarah aus dem Iran. Ich habe einen offenen Brief geschrieben vor 5 Jahren, ich weiß nicht. Habe ich gesagt, Sarah, du bist aus dem Iran irgendwie und du hast auch Kontakt bestimmt. Wenn ich in Google geschrieben habe, Sarah Wagenknecht gegen Hinrichtung im Iran, 0 Treffer. Wenn ich geschrieben habe, Sarah Wagenknecht gegen Steinigung im Iran, 0. Gegen Kopftuchzwang auch 0. Was soll das? Ist das nicht recht? Ich meine, Islamisten. Und wieso schweigst du? Also diese offene Brief wurde 100.000 Mal gelesen, aber sie hat nicht geantwortet. Ich schreibe ab und zu und veröffentliche die Dinge auch. Und das sind meine Headlines sozusagen. Immer der eine Satz, keinen Millimeter nach rechts. Das muss für jeden im Land geben, egal welcher herkommt. Also das ist ein ganz wichtiger Satz. Also meine Frage ist tatsächlich, weil natürlich mein ganzes privates Umfeld auch eher links und grün ist, wie kann man sich tatsächlich endlich mal nach all den Jahren so positionieren, dass man genau diese Spirale des Schweigens aufgrund dieser Angst, falsche Leute, Klappöre zu kriegen, AfD und so weiter und so fort. Also das ist das, was ich immer höre. Lass mal den Ball flach halten, egal ob ich mit Grünen, SPD oder Linke spreche, lass mal den Ball flach halten, wir wollen ja nicht Applaus von der falschen Seite kriegen. Also wie würden Sie vorschlagen, kann man genau das durchbrechen? Als wir Zentral der Ex-Muslime gegründet haben, einige komische Personen waren bei uns unterwegs. Als ich rede, ja, ich habe damals nicht gekannt, also Koro München hat veröffentlicht meine Rede und hat gesagt, Mina, die ist auch bei uns. Einer hat angerufen und hat gesagt, Mina, Koro München, habe ich gesagt, was ist Koro München? Dann habe ich geguckt, ja, die sind weg. Dann habe ich ein Statement gegeben, natürlich, das kommt vor. Hauptsache ist das, wie wichtig für Sie ist diese Problematik. Und man kann schon sehen, wenn wir nicht darüber reden, dann die kommen noch nach vorne. Das ist ein großes Problem. Und wieso lassen Sie zum Beispiel die Menschen so wie ich allein? Ich war gegenüber diesem Moje, vor 3 Monaten habe ich Demonstration organisiert. Damals habe ich auch gesagt, Moazen ruft, das ist ein Eingriff in unser Alltagleben. Das ist auch eine Machtposition. Die haben einen sehr großen Moje dort gebaut mit Günter Wallraff. Ich und mit Günter Wallraff haben wir ein Interview gegeben. Günter Wallraff hat gesagt, das ist eine Attraktion von Köln. Habe ich gesagt, nein, das ist eine Attraktion von Erdogan zum Beispiel. Okay, dann diese Demonstration war fertig. Dann habe ich in Instagram 3 Morddrohungen bekommen. Dort haben die geschrieben, wir wissen, wo du wohnst. Polizei war der Meinung, ich muss schon mich sehr viel verstecken. Ich war 2 Wochen in Schweden, nicht hier. Okay, man kann schon sehen, wieso lassen Sie mich allein in diesem großen Kampf? Das ist ein Kampf von Frauenrechte, von Menschenrechte, auch gegen Rechte. Wenn AfD hat mich eingeladen, zum Beispiel damals, das können Sie auch lesen. Ich habe jetzt humanistische Presse, das ist mein offener Brief, hat schon veröffentlicht, haben die gesagt, bis jetzt ist meistgelesene Text in Hafid. 300.000 Leute haben geguckt, oder ich weiß nicht was. Dort habe ich geschrieben, ich komme nicht, weil meine Position ist das,
ich bin nicht einverstanden. Das ist genug. Also wieso haben Sie Angst? Das ist ein bisschen komisch. Wieso gestern oder vorgestern gegenüber diesem Majeur, also ein Journalist aus dem Iran ist und arbeitet mit WDR, war dort und hat gesagt, Mina, schaust du, zwei, drei AfD sind hier, was machst du hier? Dann habe ich gesagt, Isabel Shayani, Sie kennen alle Isabel. Isabel Shayani. Isabel, guckst du? Das ist auch eine große Moschee und dort wird Muezzin-Ruf gegeben und das stört mich, weil ich erinnere mich an meinen Namen. Verstehst du das? Oder du bist dort und ich bin hier. Natürlich sage ich, ich habe nichts zu tun mit dieser AfD. Und habe ich auch dort Rede gehalten, habe ich gesagt, wir haben nichts zu tun mit AfD. Die waren dort, alle haben gehört. Aber das geht um Prinzip. Und obwohl wir sind kleine Gruppen, machen wir weiter. Weil Grüne kommen nicht, Linkspartei sowieso hat Angst. Verstehen Sie? Ich weiß nicht, meine Position ist das, was Sie... Ja, und das ist genau mein Problem, weil ich tatsächlich unglaublich viel gegen Islamismus schreibe und ständig angefeindet werde von meinen grünen und sozialdemokratischen Freundinnen. Es sind vielleicht 10%, die da auch auf meiner Seite sind. Und genau, das ist das Thema. Das Thema ist, wie kommen wir aus dieser, wie kommen wir da raus? Dass wir endlich die anderen 80% Grüne und Linke tatsächlich denen klar machen. Wir sprechen hier von einem rechten System. Also wenn man schreit, kein Millimeter nach rechts, dann bitte auch. Auch kein Millimeter zu Islamisten. Genau. Und da, ich denke jetzt, Iran ist sehr viel los und das hilft uns. Iran hilft auch. Also ich denke, diese Bewegung oder diese Revolution zaubert sehr viele Sachen. Ich habe diese Gefühle zum Beispiel. Und wir müssen schon stark eingreifen. Zum Beispiel, Grünen habe ich mich eingeladen vor einer Woche, junge Grünen. Habe ich dort Rede gehalten, habe gesagt, hallo, aber ich darf auch kritisieren, haben die gesagt, ja. Aber wo war das, wo man sie, wo 90% gesagt haben, sie sollen nicht sprechen, wo war das und wann, wissen Sie das noch? Bei den Grünen hatten Sie vorhin gesagt. Ah, okay, ich schicke nachher ja, alle genau. Informationen. Super. Irgendeine, in einem Bundesland hat es schon einen Parteitag gegeben und dann, ich war sehr enttäuscht. Ich war dort, ich habe gehört, ich war dort, habe ich die gesagt, Mina Hadi und Rana Ahmad, Rana aus Saudi-Arabien. Wir dürfen nur 5 Minuten reden. Dann haben eine Frau ist nach vorne gekommen und sehr, also genau die Leute, die glauben, das ist rassistisch, hat gesagt, wer möchte Mina Hadi hier, das ist schon ohne. Mit uns haben wir gesprochen, alles ist Dokument. Ich gerne. Also ein Vorschlag, wie man vernünftige Islamkritik betreiben kann, eben nicht gegen die Menschen, sondern gegen die Ideologie, ist sehr wichtig, haben wir auch hier als nur ein Angebot. Wir müssen vor allem, glaube ich, dahingehend ja auch im Gespräch bleiben. Ich finde am schlimmsten diese Gesprächsverweigerung. Bitteschön. Ja, ich wollte mal wissen, ob Sie wissen, welchen Unterstützung bringen Sie diese Frauen hier, die auf die Straße gehen im Iran. Und noch eine Frage wäre, welche Art von Gesellschaft bestreben diese Frauen in Iran? Welche Art von Gesellschaft bestreben diese Frauen ein und auch nochmal zu den Protesten? Richtig. Also das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion, auch in verschiedenen sozialen Medien. Erstens möchten, also das, die Aufruf ist, dass wir möchten gar keine islamische Regierung, aber auch einige Elemente, man kann schon hören, wir möchten frei sein, eine Iran ohne islamische Gesetze, wir möchten in einem säkular und demokratischen Land leben und wir möchten auch also Frauen teilnehmen in Zukunft. So ungefähr, man kann immer wieder hören. Also ich denke, wenn ich sagen dürfte, das ist eine moderne, diese Frauen oder Menschen möchten eine moderne Welt, keine Armut, Arbeitslosigkeit natürlich, aber auch keine diese extreme Gesetze. Islamische Gesetze und auch, vielleicht interessant ist für Sie, sehr viele Menschen sind gegen Todesstrafe, weil fast alle Familien haben schon erlebt. Nicht nur die Menschen, die politisch aktiv waren, auch Drogenabhängige werden im Iran hingerichtet, Homosexuelle, alles ist problematisch und genau deswegen, also eine demokratische so genannte und auch eine moderne Iran, eine säkulare Iran möchten Sie. Also. Ungefähr kann man schon so erklären.
Ja, ist schön. Ich war ja sehr überrascht, dass gerade die Frauen hier dann auf die Straße gehen werden. Und inwiefern solidarisieren sich jetzt auch die Männer? Ich habe einen Freund, der war früher in Teheran an der Universität, Professor aus der Schweiz. Und der hat immer gesagt, die Frauen im Iran, die werden irgendwann noch mal was bewegen. Ich habe gemerkt, die Kommilitonen dort, die haben auch Pfeffer, hat er gesagt. Ja, genau. Aber trotzdem hat mich das überrascht, dass so trotz der Gefahr umgebracht zu werden auf der Straße so viele Frauen gemacht haben. Es ist ja freudig, aber ich rätsel so ein bisschen, was ist die Energie gewesen? Also 51% von Studenten sind Frauen, also mehr als Männer. Und Iran war immer irgendwie westorientiert. Also irgendwie vorher auch, wenn eine Frau damals zum Beispiel eine schöne Position gehabt hat, das war sehr beliebt. Als ich Kind war, wir waren in Teheran und haben eine Familie besucht, die Frau wollte mit einigen Frauen ins Kino gehen und der Mann hat zu Hause gearbeitet. Ich war sehr klein, habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch. Und meine Mama hat gesagt, das ist gut, zum Beispiel. Ich meine, Westkultur und auch irgendwie Solidarität und alles war sehr interessant in Iran. Aber ich glaube, das Problem ist, dass diese Frauen haben satt. Man darf gar nichts machen. Zum Beispiel, alles ist verboten, obwohl sehr intellektuelle, sehr vorschriftliche Menschen sind. Wer aus dem Iran nach Ausland gekommen ist, hat eine Position in USA oder hier. Frauen und Männer. Also Männer solidarisieren sich jetzt in letzter Zeit sehr gut mit Frauen, weil alle haben verstanden, mit islamischen Regime kann man auch nicht Ruhe haben. Zum Beispiel Männer, wenn ein Mann mit einer Frau unterwegs ist, das wird gefragt, wer ist das? Und dann haben die beide Probleme, obwohl zum Beispiel Freund, also sie ist meine Freundin, aber ich darf das nicht erklären, weil alles ist verboten. Kurz gesagt, die Menschen haben satt von allen diesen Gesetzen und alles. Und genau deswegen, also besonders Frauen sind unter Druck und jetzt sind sehr mutig, wirklich sehr mutig. Und auch kleine Kinder in Schulen zum Beispiel haben ein Foto von Khamenei runtergebracht, alle, in alle Schulen. Das ist eine Revolution, wirklich. Revolution. Ja, ich möchte mich der Vorrednerin, der Frau Heiser, anschließen. Ich habe mich auf Facebook positioniert gegen das Kinderkopftuch und ich musste von SPD-Politikerinnen, von allen möglichen Leuten wirklich mir sagen lassen, du bist intolerant, die Kinder sind da ganz, wir sind dran gewöhnt, die Mütter machen das auch. Also es ist wirklich ganz, ganz schwierig, sich da von Rechten abzugrenzen, wo man wirklich nicht hin will und nicht hingehört. Aber selbst wenn man nur gegen das Kinderkopftuch sich positioniert, und dann hat man schon schlechte Karten. Ja, das ist unser Problem, ich denke auch. Ja. Genau deswegen, ich sage, wir müssen auch über dieses Problem reden. Ja. Wenn man über Iran redet und Frauen, das ist alles okay, aber was ist hier los, zum Beispiel Kinderkopftuch? Ich sage immer wieder, Kinderkopftuch ist Kinderrechtsverletzung. Ja. Und das wird immer wieder behauptet, Kind hat selbst entschieden. Nein. Und ein anderes Problem, zum Beispiel, ich wohne irgendwo in Köln und meine Tochter hat eine Mitschülerin gehabt aus Afghanistan. Die Familie aus Afghanistan vor 10 Jahren ohne Kopftuch sind nach Deutschland gekommen. Der Mann hat Kontakt mit Mujer, das habe ich alles beobachtet. Und im Laufe der Zeit, meine Tochter hat gesagt, Mama, zum Beispiel diese Mädchen möchte schon Kopftuch tragen und hat gesagt, ich habe selbst entschieden, aber ich weiß schon, der Vater ist schon, genau. Und dann seine Frau und 2 Mädchen, jetzt haben Kopftuch. In Deutschland, nicht in Afghanistan. So ist das Problem. Ja. Also eine letzte Frage würde ich mir doch noch erlauben, das nehmen wir noch mit. Wenn sich da noch 1, 2 Anschlussfragen ergeben, die würden wir dann auch noch mitnehmen. Ich finde es halt wichtig, dass du noch mal kurz uns sagst, was können wir tun? Konkret, nicht nur wir als Organisation, sondern auch unsere Gäste heute Abend, wie kann man jetzt helfen, wie kann man sich einbringen, nicht nur bei Facebook, sondern vielleicht auch auf andere Art und Weise. Was ist wirklich hilfreich, was kann man tun, was soll man eher lassen? Ich denke, also in Facebook und alles ist auch sehr gut, also Solidarität und so. Aber ich
was ich in Deutschland möchte, genau, ist, dass Bundesregierung muss man unter Druck setzen und andere Politik. Das hilft wirklich sehr viel. Wenn wir hier schaffen, zum Beispiel, wenn Deutschland erklärt oder Frau Annalena Baerbock beschließt, Botschaft von islamischen Regionen, die müssen nach Hause gehen oder beschließen, wie es jetzt war, das ist nicht so weit, das hilft uns sehr viel. Die machen das nicht, aber wir müssen schon also unter Druck setzen. Gestern Abend, nach diesem Ereignis im Evin-Gefängnis, Iranerinnen und Iraner waren gegenüber Außenministerium am Abend bis in die Früh und haben dort immer ja. Weil für uns ist sehr wichtig und auch zum Beispiel in Schweden, als wir gehört haben, etwas hat passiert in Evin-Gefängnis. Evin ist nicht Gefängnis, sondern Sowjetuniversität. Sehr viele Eliten sitzen dort, von Arbeiterbewegung, von Studenten, von Frauenrechtlerinnen. Sehr bekannte zum Beispiel, Nasrin Sultan, kennen Sie, oder Nargis Mohammadi, ist ziemlich bekannt, aber auch sehr viele Leute. Und dann alle haben Angst gehabt, was ist los? Und genau deswegen, mehrere waren auf die Straße, in Köln und überall. Also, was ich möchte, noch einmal, kommen Sie mit uns auf die Straße, organisieren wir Solidaritätsaktionen, vielleicht haben eine auch bekannte, zum Beispiel Künstler, auch kommen so ungefähr, aber Hauptsache ist, dass ändern Sie Iran-Politik. Also, das ist mein. Ich wollte nur noch sagen, dass es für jemanden, der jahrzehntelang in der Frauenbewegung aktiv ist, total erschütternd ist, dass Frauen, die jetzt an Führungspositionen sitzen, Entscheidungen gegen internationale Frauen treffen. Und ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, ich bin total frustriert. Ja. Bitte schön. Ja, ich wollte noch kurz, ich weiß nicht, den Abschluss, hätte ich noch was beizutragen, sind wir am Ende? Ungefähr. Ja. Hier ist noch eine Nachfrage. Okay, dann machen wir die zuerst. Und ich, ja, nur eine ganz kurze Frage. Gibt es irgendwo eine kleine Anweisung, dass die Differenz zwischen politischem Islam und dem, sage ich jetzt mal, religiösen Islam, das ist eine Gegenüberstellung, wo man dann auch Leute, ich komme aus Mannheim, wohne mit ganz vielen islamischen Leute, die da halt wohnen, und die ganz meinen, das muss so sein, wo man das mal gegenüberstellen kann, ohne dass man dann immer angefeindet wird. Ich meine den politischen Islam, ich meine nicht eure Religion in dem Sinn, sondern es geht nur rein in den politischen Islam. Gibt es da sowas? Es gibt schon, also sehr viele Professorinnen, auch Deutsche, haben also geschrieben, gearbeitet. Es gibt Bücher zum Beispiel, die kann ich nachher, ja, ich weiß nicht, aber kann man schon zusammenfassen. Weil ich sage immer wieder, politischer Islam, und das wird immer wieder gesagt, Islam ist per se politisch, natürlich. Islam ist per se politisch. Aber vorher war auch Islam unterwegs bei uns, aber keine Frau wurde schon gestellt, auch in Afghanistan. Das heißt, eine aggressive politische Bewegung, verwendet Islam. Islam hat Kapazität gegen Frauen und gegen Menschen. Und dann, das ist dieses Dilemma. Ja, kann man schon, ich gebe nachher meine Karte, vielleicht kann ich schon. Danke. Okay. Also ich wollte nur noch was zum Besten geben. Das Thema ist sehr ernst, das ist ganz klar. Ich hätte eine kleine Kritik anzubringen, was das Geschäftliche anbetrifft. Aufgrund der Veranstaltung heute haben wir natürlich Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Das heißt, mit der Polizei gesprochen, die waren da. Da war gerade eine Polizeistreife von einer halben Stunde da. Da hat mir eine Polizistin erzählt, dass sie von einem Muslim eins auf die Schnauze im Prinzip gekriegt hat, weil sie eine Frau ist. Und eine Frau hat einem Mann nichts zu erzählen. Jetzt bekommt sie Schmerzensgeld. Und sie hat mich gefragt, was du für eine Organisation vertrittst. Du bist ja ein ganz kleines bisschen finanziell unter dem Zentralrat der Muslime, würde ich vermuten. Ne? ja. Und die Polizistin hat gemeint, was wir denn von der Idee halten, ihr Schmerzensgeld, was sie kriegt, müsste derjenige bei euch als Spender einzahlen. Ja, das ist ja super. Wird nicht von deutschen Institutionen als Integration Arbeit gesehen. Wir haben gar kein Geld bekommen bis jetzt.
nur Jordan oder ich spende bekommen wir. Sonst haben wir gar kein Geld und machen wir alles von unserer Tasche. Dankeschön. Ich bedanke mich sehr, dass Sie hier waren.